Alles wird digitaler, aber was ist, wenn ich mich überhaupt nicht auskenne, wenn ich mich nicht alleine ins Internet traue? Dann ist es natürlich umso schwieriger, auch wieder den Anschluss zu finden. Wen frage ich? Wo ist meine Anlaufstelle? Wir im Landkreis Uelzen möchten diesen Menschen unter die Arme greifen, damit sie den Anschluss nicht verlieren und digitale Teilhabe leben können. Wir haben versucht, in Form von Workshops und Umfragen herauszufiltern, wo genau die Hürden anfangen, wo vielleicht dann auch richtig Angst besteht, also Thema Phishing-Mails, Online-Banking, und haben uns dann überlegt, dass wir nicht nur die schon bestehenden Kurse hervorheben, sondern auch die Möglichkeit, in den persönlichen Austausch zu gehen, ins Leben rufen mit digital begeisterten Bürgerinnen und Bürgern. Schön, dass du da bist. Ich bin Landwirtin hier und seit Jahren auch schon digital begeistert. Was ich festgestellt habe, ist, dass die Begeisterung für Digitales nicht unbedingt was mit dem Alter zu tun hat. Ich setze mich momentan intensiv zum Beispiel mit Passwortsicherheit auseinander und ich setze mich auch sehr intensiv mit digitalem Testament auseinander. Und ich glaube, dass das die ganz große Herausforderung für viele Menschen ist, genau diese Themen mal anzugehen. Menschen wie Frau von der Uhe sind sehr wichtig für unsere geplante Plattform, weil die Angebote, die dort eingestellt werden, gerade von diesen Menschen leben. Die Plattform ist eine Art Börse. Die Idee ist, dass man sich gegenseitig austauschen kann. Aber ich möchte das gerne mal vor Ort auch mal angucken. Ich finde immer ganz wichtig bei diesen Formaten, dass Menschen mitmachen. Denn nur durch das Erzählen lernt man es nicht. Man lernt es durchs Tun. Deswegen finde ich diesen persönlichen Kontakt so wichtig. Ich bin mir sogar sicher, dass eine Plattform, die aus dem Landkreis kommt, mit Menschen, die ich auch kenne, eine andere Qualität hat als irgendein anonymes Portal, das von sonst woher kommt. Da, glaube ich, hätten Menschen ganz große Berührungsängste, die jetzt erst frisch anfangen. Also durch die Förderung im Modellvorhaben Smarte Landregion können wir natürlich einmal diese Plattform entwickeln, so wie wir sie uns vorstellen, und diese dann auch nah am Bürger testen, können vernetzen. Diese Plattform entsteht jetzt gerade bei uns, aber soll im Anschluss auch allen anderen Landkreisen in Deutschland zur Verfügung stehen.